Leute, herzlich willkommen zu Drive Club. Und wir machen heute weiter mit unserer nächsten Mission, wie auch immer. Maserati Drift fangen wir heute an. Die zwei als erstes, dann das Turnier morgen, dann die zwei Sachen. Also das geht nach und nach. Fangen wir an heute mit dem Maserati Drift auf jeden Fall. Let's go. Let's go. 9200, das ist unser größtes Ziel. Das wollen wir natürlich heute schaffen. Mal schauen. Das ist ein Serverproblem, aber warum auch immer. Aber sieht ja, das einfach, ich glaube, die Drive-Cup-Server sind einfach abgeschaltet. Aber egal, die krieg ich schon jetzt trotzdem. Auf jeden Fall jetzt mal. Ich muss jetzt wieder mich komplett reinfuchsen, das Ding, ne? Ich glaube nicht, dass wir es hingekriegt haben. Ne, wir müssen nochmal weiter hin. Ich darf jetzt natürlich erstmal nicht. Wir müssen jetzt. Ich würde das gerne nochmal neu starten. Das haben wir da. Das kriegen wir nochmal besser hin. Komm. Kurvenstrafe, ach wie süß. Das ist auch, ich brauche ja nur noch 500, um die Aufgabe zu kriegen. Geschafft, na also, geht doch. Die 9000 haben wir nicht ganz hinbekommen, aber wir haben die Aufgabe gelöst. So. Gut, gelöst. So, fangen wir an mit dem nächsten Teil. Ferrari Spezial. Nee, warte mal. Komm, egal. So, Zeit von 3,45 oder weniger, um das gesamte Ding zu bekommen. Oder 404. Das ist das große Ziel.
dann sind wir auf jeden Fall im Soll, weil wir haben nämlich, wir haben nur, anschließend nur zwei Autos vor uns, also beim dritten müssen wir sehen. Come on! 3,25 soll das große Ziel sein. Die kommen auf jeden Fall deutlich besser als der Kollege da vor uns. Auf der Zeit fahren. Zwei Drittel des Rennens sind rum. Knapp drei Drittel. Zumindest die zwei Silber werden wir holen. Zwei Sekunden nur knapp. Aber egal. Schade, hätten wir fast geschafft, aber nicht schlimm. Aufgabe gelöst. Das ist das Wichtigste. BMW! Gut. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Turnier hier. Britain vs. Germany. Bis dahin und tschüss.